An den letzten 2 Wochenenden hat ja der AfD-Parteitag stattgefunden. Dort wurde ja unter anderem auch abgestimmt, wer bei der Europawahl antreten solle. Es gab viele Ansprachen und Reden, es gab auch viele Abstimmungen. Und das Ganze wurde natürlich wieder einmal von den Medien dafür verwendet, um gegen die AfD zu schießen. Aber nicht nur von den Medien, sondern auch vom Verfassungsschutz. Genauer genommen vom Verfassungsschutzpräsidenten Haldenwang, der ja bei der CDU dabei ist. Ich habe ja bereits schon einmal einen Beitrag darüber gemacht, dass dieser Mann alles andere als neutral ist und eigentlich eine absolute Fehlbesetzung als Verfassungsschutzpräsident. Und da geht es dann in diesem Zusammenhang ja auch immer um das große Thema Verbot der AfD. Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen, das wäre niemals möglich, das werden sie nicht machen, das können sie nicht machen, die AfD zu verbieten. Und da kann ich nur sagen, doch, möglich ist es auf jeden Fall. Schaut nur, was in den letzten paar Jahren in Deutschland, in Österreich, allgemein in Mitteleuropa so passiert ist. Da braucht man sich dann auch gar nicht mehr denken, dass ein Verbot einer ungewünschten Partei unmöglich sei. Aber das Ganze kann man natürlich nicht von heute auf morgen machen. Es sprechen sich zwar immer mehr Politiker dafür aus, die AfD verbieten lassen zu wollen, aber trotzdem muss man da natürlich davor eine gewisse Basis schaffen und das Vorfeld schaffen, dass man das überhaupt umsetzen kann. Und da ist natürlich der Verfassungsschutz langfristig gesehen ein hilfreiches Werkzeug. Wir schauen uns dafür ganz kurz gemeinsam einen Ausschnitt aus der Tagesschau an. Ich muss gleich vorab sagen, ich werde nicht auf alles dort Gesagte eingehen, weil natürlich wieder einmal das klassische Framing dort vorkommt. Wir alle kennen es. Ja, Verschwörungstheorien, Verschwörungserzählungen, ja, rechtsextreme Erzählungen und so weiter. Das sind alles so Worte, die jetzt gleich fallen werden. Bereitet euch schon einmal emotional und vor allem auch intellektuell darauf vor. Darum geht es mir jetzt aber nicht. Wir alle wissen, wie man dazu stehen kann und auch dazu stehen sollte, wenn man über einen einigermaßen vorhandenen Intellekt verfügt. Mir geht es vor allem um eine Aussage, die ganz, ganz wichtig ist, und ich werde euch gleich sagen, welche das ist. Der Verfassungsschutz hat sich kritisch zur Europawahlversammlung der AfD am vergangenen Wochenende geäußert. Dort seien teilweise rechtsextremistische Verschwörungstheorien verbreitet worden, sagte der Präsident des Bundesamtes Haldenwang der deutschen Presseagentur. Vertreter des ehemals gemäßigten Lagers hätten bei der Kandidatenaufstellung so gut wie keine Rolle gespielt. Stattdessen seien Personen gewählt worden, deren Positionen nicht mit der Verfassung vereinbar seien, so Haldenwang. Ich frage nach bei Martin Schmidt im Hauptstadtstudio. Um welche Aussagen geht es Haldenwang konkret? Ja, Verfassungsschutzpräsident Haldenwang macht ein Beispiel. Er spricht den sogenannten großen Austausch an, eine rechtsextreme Verschwörungserzählung, nachdem quasi gesteuert die Bevölkerung ausgetauscht werden solle. Auf diese wurde immer wieder rekurriert. Sie wurde teilweise direkt angesprochen. Beispielsweise Irmhild Bosdorf, die sagte, die ist gewählt worden auf Platz 9. Die sagte, man müsse nicht den menschengemachten Klimawandel in den Blick nehmen, sondern den menschengemachten Bevölkerungswandel. Also eine ganze Anspielung. Sie war es übrigens auch, die nicht nur auf diese Erzählung rekurriert, sondern die sich auch gegen rechtsstaatliche Prinzipien wendet. Nämlich sie hat klar gesagt, man brauche im Mittelmeer Pushbacks, völlig egal, was der Europäische Gerichtshof sage. Also auch das gab es am Wochenende und ansonsten jede Menge Hetze auch gegen sexuelle Minderheiten. Wird es wahrscheinlicher, dass die AfD als Gesamtpartei als gesichert rechtsextrem eingestuft wird? Die Gesamtpartei ist derzeit noch ein Beobachtungsfall. Das Ganze, diese Hochstufung oder diese Einstufung hat man vorgenommen mit einem 1000 Seiten starken Gutachten mit lauter Äußerungen, die in diese rechtsextreme Ecke fallen. Und dieses Gutachten wird gerade nach diesem vergangenen Wochenende länger und länger. Ein Gericht hat dieses Gutachten auch schon mal bestätigt, also dass der Verfassungsschutz da rechtmäßig vorgegangen ist. Und eben mit der Sammlung, die jetzt länger wird, wird es natürlich auch wahrscheinlicher, dass diese Hochstufung bald irgendwann ansteht. Martin Schmidt, vielen Dank. Also, das war jetzt das, worauf ich hinaus wollte, nämlich die Einstufung als gesichert rechtsextrem. Und aktuell ist, wie er richtig gesagt hat, die AfD ja bundesweit nur Beobachtungs- oder Verdachtsfall, wenn man so möchte, ausgehend vom Verfassungsschutz, was ja eigentlich auch schon skandalös ist, wenn man das Ganze objektiv, rational und vor allem inhaltlich betrachtet. Aber das, was er hier angekündigt hat, ist etwas, was ich auch vermute, was ich auch erwarte und wo er natürlich auch schon ein bisschen Einblick gegeben hat, nämlich, dass man schon darauf hinzielt,
die AfD langfristig als gesichert rechtsextrem einzustufen. Und das ist natürlich langfristig gesehen etwas, was bei der Eskalationsstufe hingehend zu einem Verbot der AfD sehr hilfreich ist als Argumentation. Wenn der Verfassungsschutz sagt, die AfD ist gesichert verfassungsfeindlich, ist es natürlich viel, viel einfacher zu argumentieren, diese Partei auch verbieten zu lassen. Egal, was das ist dann im Nachhinein für große Konsequenzen nach sich zieht, das würde natürlich Deutschland in eine absolute Politkrise stürzen. Aber wenn man sich aktuell ansieht, wie die etablierten Parteien mit der AfD umgehen und wie sie nicht ein einziges Mal einen eigenen Fehler einsehen wollen, sondern nur weiter framen und die Wähler beleidigen, die AfD-Politiker beleidigen und fertig machen und als was sonst was bezeichnen, ist es einfach überhaupt nicht auszuschließen, dass man eben genau so weit geht, dass man sagt, jetzt ist die AfD einfach zu stark, jetzt müssen wir wirklich Schritte einleiten, um sie verbieten zu lassen. Und da sind eben genau solche Schritte unfassbar wichtig für diese Protagonisten. Man kann sonst nicht wirklich argumentieren, dass man die AfD verbieten möchte, außer man kann sie, wie gesagt, als gesichert rechtsextrem einstufen. Und da werden eben sämtliche Aussagen erstes Mal aus dem Zusammenhang gerissen, natürlich völlig falsch interpretiert und schlichtweg einfach falsch inhaltlich eingeordnet. Also man kann ja heutzutage alles als rechtsextreme Aussage titulieren, auch wenn es überhaupt keine ist. Und darauf wird abgezielt. Und ich finde, solche kleinen erkennbaren Anmerkungen zeigen dann doch, dass es eben genau in diese Richtung geht. Und ich finde, das darf man nicht einfach so wegwischen und sagen, ach, da passiert doch nichts. Eine derartige Naivität darf man sich eigentlich im Politdeutschland 2023 nicht mehr leisten. Wie gesagt, was ist in den letzten Jahren alles so passiert und was kann da noch alles in Zukunft auf die Deutschen zukommen und auch auf die deutsche Demokratie? Und solche Aussagen sind halt einfach ein Zeichen, dass es in diese Richtung geht. Nicht nur gehen könnte, sondern dass es aktiv in diese Richtung geht. Auch noch einmal, er hat da so einen Bericht erwähnt, dieses Gutachten über 1000 Seiten, und das wird auch immer länger und länger, und ihr werdet sehen, das hat irgendwann einmal mehrere tausend Seiten, dann legt man das einem Gericht vor, ja, einem unabhängigen Gericht in Deutschland, ha, da lachen ja die Hühner, und dann kann es, wie gesagt, sehr, sehr gut sein, dass im Sinne der etablierten Parteien entschieden wird. Und ich sage euch noch eine Sache, um das Ganze abzuschließen: Sollte ein Gericht, das Verfassungsgericht, zum Entschluss kommen, dass man die AfD verbieten darf, dass das rechtens ist, dann werden die etablierten Parteien schreien, jubeln und jauchzen und werden das Ganze als großen Gewinn und großen Sieg für die Demokratie verkaufen und sehen. Auch wenn sie damit dann wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ein Viertel oder ein Drittel bereits der deutschen Bevölkerung politisch ausschließen, also auf gut Deutsch völlig undemokratisch agieren. Jetzt würde mich natürlich wie immer von euch interessieren, was sagt ihr zu so kleinen Einblicken, kleinen Anmerkungen, kleinen Ankündigungen, ja, unterschwellige, so würde ich sie ja schon fast nennen. Wie gesagt, ich bin einfach jemand, ich mache lieber zu oft Beiträge über dieses Thema, als dass man dann irgendwann einmal sagt, boah, niemand hat darüber gesprochen, ja, wir sind auf einmal ganz überrascht, ja, dass die Demokratie wirklich ganz offiziell in Deutschland abgeschafft wurde, dass man ein Viertel, ein Drittel der Wähler einfach komplett mundtot macht, dass man ihnen die Partei löscht und verbietet. Ja, das sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. Ich sehe hier wirklich ein absolut reales Problem, eine reale Bedrohung für den deutschen Rechtsstaat, für die deutsche Demokratie oder halt das, was von dieser Demokratie-Simulation noch übrig geblieben ist. Und wir müssen darüber sprechen, wir sollten darüber sprechen, wir sollten es aufzeigen, weil es kann einfach in keinem Sinne sein, dass man eine Partei verbietet, nur weil sie eine andere Meinung vertritt. Ich bin auch nicht für das Verbieten der Grünen, ja, weder in Österreich noch in Deutschland. Ich bin auch nicht für das Verbot der CDU, der CSU, der ÖVP, der SPÖ, der SPD. Ich kann es in die Unendlichkeit führen. Als wahrer Demokrat und vor allem auch als Mensch mit einem einigermaßen funktionierenden moralischen Kompass sollte es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass man zumindest andere Meinungen akzeptiert. Man muss sie nicht respektieren, aber akzeptieren, dass jemand andere Meinungen hat, das sollte drin sein. Bitte sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich wünsche euch ansonsten wie immer alles Gute. Abonniert mich noch sehr gerne hier auf YouTube, schaut unbedingt bei Telegram vorbei und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.